Starke hat den starken linken Fuß und Starke mit dem starken linken. Das könnte die nächste dicke Chance werden und die muss er machen, der Yildirim. Und jetzt ist er drin. Einfach zu einfach und zu schnell über die Außen. Und dann macht es dieses Mal Yildirim richtig gut. So, jetzt Kirchicek super geschaltet auf Sararea. Der hat mal den Schritt Vorsprung. Sararea mit der Führung. Vierte Gücü. 1:0 für den Aufsteiger durch das fünfte Saisontor von Sercan Sararea. Jetzt müssen wir erstmal auf Steinbender schauen. Das ist eine richtig gute Aktion von Josu Stanic. Und dann kriegt Stanic tatsächlich den Ball. Wahnsinnig gut verteidigt. Ab damit, gutes Ding. Boah, und Domaschke ist da. Das Geschoss von Mendler und Domaschke mit einer klasse Reaktion. Den fischt er oben aus dem Winkel. Ja, schönes Ding. Und er ist drin. Und das ist er. Da dreht er sich gut um seinen Gegenspieler. Ja, er schlägt direkt neben dem Pfosten ein. Stendera holt sich auf die Bälle hinten ab, aber vorne hat er dann eben auch einen guten Blick für den Mitspieler. Und da ist das Tor. Stendera, der hat ein super Auge. Und dann sieht er, dass da Engada Jenser startet. Und schon ist es passiert. Mirko Boland, hervorragend gespielt. Und Jannik Dijkman mit dem 1:0. Da sehen wir auch direkt, wie wichtig dieser Mirko Boland ist. Und er kann solche Bälle spielen und das ist überragend. Der hat durchaus Tempo drauf. Und die Übersicht. Und das ist die Chance und das ist das Tor. Brillant die Vorarbeit von Anton Dongor. Hier geht er los. Den ersten lässt er stehen, den zweiten lässt er stehen. Der Haken, der Kopf ist oben und dann sieht er Sagiri und er macht es ja ganz fein. Sören Bertram steht am Ball. Bertram und der ist drin. 1:0 für den ersten FC Magdeburg. Tippt da noch mal einmal auf, deshalb wird er auch noch mal schwer für Julius Sören Bertram mit dem 1:0. Und es ist sein erstes Saisontor. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.